Wenn manchmal ein bisschen das Fernweh überkommt, der ist hier genau richtig. Denn wir machen nämlich eine kleine Reise an einen exotischen Ort. Und zwar mitten in Wien-Meidling. Erträumt, dass wir auf unserer Reise etwas Schleimiges in den Mund nehmen würden und dass wir Menschen aus 7 verschiedenen Kulturen kennenlernen. Das da hinten ist übrigens Babu. Sozusagen unser Reiseleiter. In seiner Heimat tragen die Männer sowas nicht, sondern lieber luftige Tücher. Babu kommt nämlich aus Kerala in Südindien. Seit 13 Jahren ist er schon hier. Übrigens, Babu liebt es, uns knifflige Rätsel aufzugeben. Kann man das vorstellen? Was ist das? Ich würde sagen, das ist eine Drachenfrucht. Überhaupt nicht. Das Ding hat jedenfalls etwas mit diesem Obst zu tun. Bananen? Ja. Normale Bananen oder irgendwelche interessanten Bananen? Nur normale Banane. Dürfen wir mal schauen? Ja, kann ich nicht schauen. Ist kein Problem. Das sind wirklich Bananen. Babu verrät es uns. Das ist eine Bananenblume. Schmeckt angeblich gebraten ganz gut. Vielleicht die ideale Beilage zu dem, was diese Dame hier sucht. Das ist Donna Ashley aus Wien. Ihre Mama kommt aus den Philippinen. Was kochen wir überhaupt heute? Naja, Fisch vielleicht. Na schau, Fisch. Dann lassen wir euch ein bisschen suchen, ja? Danke sehr. Ja? Und fragen nachher, ob ihr es gefunden habt. Ja, gerne. Lerne die Sprache der Einheimischen. So heißt es in jedem x-beliebigen Reiseführer. Wir wollen uns daran halten. Wie sagt man in deiner Sprache zum Beispiel das die wichtigsten Sachen? Ja, Namaste. Das ist mit den Händen beide zusammenfalten und Namaste. Wie begrüßt man sich auf Indisch? Namaste. Und wie wäre das auf Wienerisch? Wienerisch ist... Servus? Na, grüß Gott. Namaste. Okay, also du warst wirklich in Indien? Ja, schon dreimal jetzt. Einen indischen Gruß können wir jetzt also. Namaste. Was aber sollen wir unseren neuen Freunden vermitteln von der Wiener Kultur? Wir fragen eine, die es vielleicht weiß, Beate aus Wien. Im Kaffeehaus vielleicht, der Einspänner oder so typische Wiener Cafés. Was ist denn ein Einspänner? Einspänner? Einspänner. Einspänner, nein, kenne ich nicht. Wissen Sie, was ein Einspänner ist? Nein. Das verstehe ich nicht. Nochmal. Einspänner. Ja, das kann nur, das ist Kaffee. Mit Rum, glaube ich. Nein, mit Cognac, glaube ich. Ja, okay, wenn Sie sowas sagen wollen. Ich glaube, ein kleiner Brauner mit einem Sahnehäubchen, glaube ich. Mit Sahnehäubchen meint Beate natürlich einen Gupf Schlagobers. Braucht denn auch Donna Ashley zu ihrem Essen? Was gibt's denn jetzt überhaupt? Seid ihr schon fündig geworden? Ja, sehr fündig. Zu fündig. Und was ist jetzt geworden? Ich bin noch nicht ganz fündig, was das Fisch betrifft, aber für die Vorspeise haben wir was. Die Suche geht also weiter. Ich habe da einen Reiseführer mitgenommen und zufällig habe ich genau
den passenden hier parat. Wie wäre es mit was Indischem? Indien. Wir fragen Rajna aus Neu-Delhi. Gibt es von Ihnen etwas von Ihrer Kultur, sprich von der indischen Kultur, das wichtig wäre für die Wiener? Curry. Weil das kennt jeder. Curry, das Gewürz. Ja, Gewürz oder ja, genau, ja, Gewürz. Curry-Gewürz. Und heißt nicht das Essen auch Curry? Ja, oh, ich habe eigentlich das gemeint. Aber jeder sagt nur, wenn man Curry sagt, das sind diese Gewürze. Also ich habe nie ein Gewürz verwendet, das Curry heißt. Das ist ja immer Gericht, diese Curry, und nicht diese Gewürze heißen Curry. Ja, können Sie das den Wienern beschreiben? Was genau ist ein Curry? Ein Wiener, also ein Wiener, der versteht ja nicht von Essen. Entschuldigung. Der Oberösterreicher Peter kennt sich da offensichtlich schon besser aus. Ich bin ein großer Indien-Fan und decke mich da immer mit diesen Fertiggerichten ein, die aber sehr authentisch schmecken. Also viel authentischer, wie wenn man irgendwo in Österreich zu einem Inder geht eigentlich. Ein gutes Gericht wäre für uns jetzt auch nicht schlecht. Vielleicht was Vietnamesisches? Ein bisschen ruhiger Herr und ein bisschen nicht so viel gesprächig. Aber sympathisch. Sympathisch, ganz sympathisch, ganz sympathisch. Herr Nguyen kommt aus Vietnam, seit 30 Jahren in Wien. Gutes Gespür für Fisch. Guten Tag. Ja. Was haben Sie da? Was ist das? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das schaut aus wie Meeresfrüchte. Nicht gut. Nicht gut? Ja, nicht gut. Wieso? Nicht gut schmeckt. Das schmeckt nicht gut. Aber wir wissen nicht, was es ist. Aber es schmeckt nicht gut. Vielleicht hat er ja Unrecht. Wir fragen Babu, was da nicht gut schmeckt. Das war's. Und ich habe geglaubt, das sind Meeresfrüchte. Das ist kleine Oktopus. Baby-Oktopus ist das. Aber das ist wirklich gut. Das ist sehr gut. Aber vielleicht für ihn passt das nicht. Er kocht nicht solche Sachen. Das kann auch sein, ne? Findet der sympathische Herr aus Saigon hier noch was? Fragen wir doch mal unsere Freundin Donna Ashley, ob wir uns heute vielleicht bei ihr stärken dürfen. Du wolltest mit zu Hause kommen? Für die Schnellen halt. Obwohl wir jetzt unseren ganzen Charme spielen lassen, bekommen wir eine Abfuhr. Ich hoffe, Sie haben Popcorn zu Hause. Ich hoffe, Sie können was vom Chinesen bestellen. Hoffentlich haben wir mehr Glück bei Herrn Nguyen. Darf ich zum Essen kommen? Nein. Na geh. Aber wenn es so gut schmeckt? Na gut schmeckt, ja. Schade. Wir hätten dafür die Nachspeise besorgt. Und die Getränke. Auch unsere wurmstichige Wienkarte kann uns nicht davor bewahren. Heimweh. Natürlich, Heimat ist Heimat. Wir vermissen viel. Unsere Familie ist schon, wir sind mit Familie hier, aber trotzdem ein Heimatgefühl immer vermissen wir. Kann sein das Klima, auch Sprache und natürlich Essen. Essen? Was versäumen wir jetzt eigentlich bei Donna Ashley? Okay. Wurde schon gleich in die Mitte geschnitten. Milchfisch. Von wo kommt der? Das ist eine ganz gute Frage. Philippinen. Philippinen. Oh, cool, schau, Philippinen. Was sag ich? Milchfisch aus den Philippinen. Und wir? Kriegen wir auch noch was? Das offen für Neues sind wir jedenfalls. Das heißt Okra. Das kann man auch roh essen. Das ist eigentlich ein bisschen schleimig. Aber schmeckt sehr gut. Schleimig. Das sind eigentlich Nüsse mit einem Knoblauchgeschmack, aber überhaupt nicht stark. Mit diesem Stiel kann man hier so entlang quetschen, so krrt, krrt machen. Stimmt nicht. Das ist eine Walnuss, glaube ich. Ungefähr, ja. Ist das jetzt ein südindisches Messer? Besser nicht. Genau, Sie kennen das. Ja, Wasserwalnuss. Nein, ich kenne es nicht. Kennen Sie nicht. Also, wenn Sie hier gelesen haben, Water, deswegen kennen Sie Wasser. Das war nur ein Schlüssel. Darf ich mal schauen? Es fühlt sich lustig an, es hat irgendwie so eine unregelmäßige, raue, genoppte Oberfläche, grün.
Willst du nochmal? Ja, gern. Was ist hier besser? Süßkartoffeln. Die schmecken süß? Ja, die schmecken wirklich sehr süß. Am Anfang ist es noch ganz knackig und jetzt aber wird es im Mund langsam schleimig. Genau ist es so. War fast unangenehm schleimig. Ja. Gibt es so blaue Stellen auf den Kartoffeln? Das hat man, also habe ich von meinem Großvater mal gehört, dass sie sehr giftig sind. Und wollte ich einmal neugierig probieren, ob ich sterbe, bin ich nicht gestorben, aber. Wir besterben schon fast vor Hunger. Und als wir gar nicht mehr daran glauben, bittet uns jemand zu Tisch, mitten auf dem Weg. Wir haben jetzt endlich etwas gefunden zum Essen. Wir sind nämlich eingeladen worden von Babu und von Jobi. Und auch unser Kameramann darf mitessen. Kameramann? Das bin ich. Jetzt kann ich auch gleich was kosten. Unser Freund Babu bewirtet uns mit Biryani. Das ist was Indisches mit Reis und Hühnerfleisch. Guten Appetit. Namaste. Namaste. Danke.